Vielen Dank, Johannes, für die Einladung. Vielleicht vorab eine Frage, sind Landwirte hier? Vermutlich nicht, bei dem schönen Wetter haben Landwirte meistens was anderes zu tun. Trotzdem bleiben wir bei dem Thema Landwirtschaft, weil es für Bayern gerade im Landtagswahlkampf sehr wichtig ist. Und ich habe Ihnen mal vorab ein paar Sachen mitgebracht, damit Sie sich das vielleicht etwas besser vorstellen können. Ich habe hier eine Zeitschrift, ich bin ja selber Almbauer, Biobauer aus dem Chiemgau, sozusagen aus dem anderen Eck von Oberbayern, kriege jeden Monat so eine Monatszeitschrift der Almbauer. Da steht da auf der dritten Seite, Ministerporträts, neu und motiviert, vertraut und kompetent. Um wen handelt es sich da? Um die Frau Kaniba und den Herrn Huber, neue Landwirtschaftsministerin und der Umweltminister von Bayern. So, jetzt muss man dazu sagen, die Frau Kaniba ist ja Steuergehilfin, Ausgebildete, und hat sich in der Vergangenheit mit dem Thema Landwirtschaft überhaupt nicht auseinandergesetzt, hat sich eigentlich für das Thema auch gar nicht interessiert. Da geht es rein um eine wahlkampftaktische Maßnahme, weil die Frau ist natürlich, muss man zugeben, sehr medienkompetent und damit versucht man halt in der Söderschen Politikshow die Wähler einzulullen. Aber ich sage jetzt einmal, Kompetenz schaut natürlich anders aus und es ist mit Sicherheit auch in der CSU so, dass es weitaus kompetentere Leute geben würde als die Frau Kaniba für den Bereich Landwirtschaft. Ich habe Ihnen vier Punkte mitgebracht, auf die ich gerne im Detail eingehen würde und für die ich mich, falls ich gewählt werde, den Landtag auch einsetzen werde. Das erste ist der Bürokratieabbau. Das ist was, wo die bayerischen Landwirte sehr stark zu kämpfen haben. Jeder Landwirt, der irgendwelche Fördermaßnahmen beim Amt für Landwirtschaft beantragt, der kriegt jedes Jahr so eine Broschüre ausgehändigt. Cross Compliance 2018, das ist die aktuelle Broschüre. Da sind 106 Seiten Auflagen und Vorschriften beschrieben, die bayerische Landwirte einzuhalten haben. Wenn diese Vorschriften nicht eingehalten werden, im Falle einer Kontrolle wieder Verstöße festgestellt werden gegen eine oder mehrere dieser Vorschriften, dann werden diese Landwirte sanktioniert. Entweder werden Zuschüsse gekürzt oder es werden Bußgelder verhängt. Jetzt kann man sagen, wenn es sinnvolle Maßnahmen sind oder sinnvolle Auflagen, dann kann man das ja nachvollziehen. Aber da ist natürlich auch sehr viel Nicht-Sinnvolles dabei. Vor allen Dingen, wenn es um bayerische Nebenerwerbslandwirte geht, ca. 60% unserer Landwirte machen das Ganze ja im Nebenerwerb zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit. Erbringen ihren großen, sagen wir mal, Nutzen für die Gesellschaft. Und da ist es einfach nicht hilfreich, wenn man diese Familienbetriebe, die man gerne erhalten will, also diese vielbesagte bäuerliche Landwirtschaft, bäuerliche Familienbetriebe, die werden regelrecht drangsaliert mit diesen Vorschriften. Ja. Und das muss sich ändern und dafür werde ich mich einsetzen. Diese Cross-Compliance-Broschüre im Übrigen ist selbst auch wieder Cross-Compliance. Ja, das ist wirklich, damit man die Absurdität sich mal vor Augen führt, wenn man dieses Heft vom Landwirtschaftsamt nicht abheftet, sodass der Kontrolleur sagt, jawohl, der hat das zur Kenntnis genommen, dann ist das auch ein Verstoß gegen Cross-Compliance-Auflagen. Das bloß mal so zu dem Thema. Jetzt wird ja der AfD häufig vorgeworfen, hätte keine Konzepte, keine Ideen, keine Lösungsvorschläge. Aber das ist natürlich weit gefehlt. Wir haben in jedem Politikbereich selbstverständlich Lösungsansätze und so ist es auch beim Thema Landwirtschaft. Also die erste Forderung ist, diese Cross-Compliance-Auflagen auszudünnen, sodass man bäuerliche Familienbetriebe so weit entlastet, dass man alles streicht oder per Ausnahmeregelungen regelt, was einfach nicht sinnvoll ist. Und da ist ein Beispiel herauszuheben, es ist diese sogenannte Düngeverordnung. Die hat ja eigentlich den Sinn, die Nitratbelastung zu reduzieren, die letztendlich auf die Agrarindustrie zurückzuführen ist. Jetzt haben wir in Oberbayern ja dort praktisch keine Probleme damit, von einigen Ausnahmen abgesehen. Und es kann einfach nicht sein, dass Familienbetriebe eine Nährstoffbilanz aufstellen müssen, eine Düngebedarfsermittlung machen müssen, obwohl die von denen so aufgestellt sind, dass die Grenzwerte unter keinen Umständen jemals erreichen können. Aber da werden alle über einen Kamm geschoren.
Und letztendlich sind die oberbayerischen Landwirte die Leidtragenden für die Fehlpolitik oder einfach auch für diese Umweltsünden, die weiter oben im Norden halt begangen werden vom Agrarindustriebetrieb. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Bauern steuerlich entlasten. Das betrifft letztendlich nicht nur die oberbayerischen Bauern, sondern das betrifft uns alle. Die AfD fordert ja schon seit langem, dass die Erbschaftssteuer abgeschafft wird, anstatt sie zu reformieren. Da profitieren insbesondere natürlich auch oberbayerische Landwirte, weil es sicherstellt, dass wenn der Betrieb auf die nächste Generation übergeht, dass der Betrieb nicht allein schon wegen der Erbschaftssteuer vor die Hunde geht. Das gleiche gilt für die Grundsteuer. Die Grundsteuer wird viel rumdiskutiert, ja, reformieren wir die Grundsteuer und so weiter und so fort, weil es ist ja nicht mehr verfassungskonform. Bei der Grundsteuer ist es genauso, wenn man von einem bundesweiten Steueraufkommen von 14 Milliarden spricht, wo jeder entlastet wird, auch die Mieter würden entlastet werden, dann ist es absurd, aufwendige Reformmaßnahmen zu ergreifen, dann klagen Leute dagegen und so weiter und so fort. Das gehört auch ersatzlos gestrichen. Die Kommunen brauchen natürlich im Gegenzug dann einen Ausgleich dafür, aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, man könnte ja die Umsatzsteuerumlage entsprechend erhöhen. Sinnvoll wäre es auch für bäuerliche Familienbetriebe, die man erhalten will, entsprechende Steuerfreibeträge einzuführen, weil es eine zeigen kann, dass, sage ich mal, Transferleistungsempfänger wie beispielsweise Hartz-IV-Familien sozusagen höhere Sozialleistungen bekommen, als ein Landwirt letztendlich dann an steuerfreien Grundfreibetrag hat. Ich meine, das betrifft auch wiederum viele andere. Wenn man einen Steuerfreibetrag hat von gut 8.000 Euro und dann fällt sozusagen bereits die Steuerlast an, da braucht man sich nicht wundern, dass Leute sagen, dann bleibe ich bei Hartz-IV, da fahre ich besser damit. In dem Zusammenhang eine Tafel, wenn jetzt Landwirte da wären, die würden das sofort erkennen. Diese Tafel habe ich 2014 bekommen, wie jeder andere Landwirt. Das ist also eine Alu-Tafel, das ist recht stabil. Da war ein Schreiben dabei, da hat es geheißen, hier diese Tafel ist gut sichtbar am Hof aufzuhängen. Und wenn nicht, dann ist das ein Verstoß gegen Cross-Compliance. Da steht drauf, hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Ja. Und dann steht drunter, mitfinanziert durch den Freistaat Bayern. Aber was heißt denn das? Das ist unser Geld. Da investiert nicht Europa, da investiert nicht Bayern, da investieren wir alle. Und vor allen Dingen der Landwirt selber investiert da. Der investiert nicht bloß Geld, sondern der investiert auch seine komplette Freizeit in den Hof. Oder? Und das hat nicht nur wirtschaftliche Konsequenzen, sondern es ist ja ein bayerisches Kulturgut, dass wir diese bäuerlichen Familienbetriebe erhalten. Diese Tafel ist jetzt, insofern stimmt es nicht ganz, was ich gesagt habe, ist jetzt nur noch halb quasi Cross-Compliance-relevant. Man muss die Tafel jetzt nicht mehr gut sichtbar am Hof aufhängen. Aber wenn man eine Internetseite betreibt, dann muss diese Tafel irgendwo auf einer Seite, auf der Homepage quasi gezeigt werden. Und es ist so absurd, mir hat unser neu gewählter Kollege aus dem Landkreis Berchtesgaden, das ist Kreisvorsitzender, darauf vor kurzem geworden, der hat zu mir gesagt, er hat einen guten Freund, der arbeitet für die EU-Kommission. Jetzt sind die da im Berchtesgadener Land spazieren gegangen und dann sieht er an einem Hof diese Tafel an der Scheune oder so. Ja. Dann sagt er, du mach mal bitte ein Foto von mir mit dieser Tafel und diesem Hof, weil dann kann ich praktisch in Brüssel die Leute erzählen, was wir alles Tolles für unsere Bauern hier in Bayern machen. Also das ist schon skurril, das Ganze. Und das sind eben solche Dinge, sowas abzuschaffen, ersatzlos zu streichen als Auflagen für die Bauern, das kostet nicht einmal ein Geld. Und ich sage einmal, da tun wir alle einen Gefallen damit. Ja. Der dritte Punkt, auf den ich kurz eingehen will, das werden viele vielleicht auch nicht wissen, es gibt ja für die Landwirte eine spezielle landwirtschaftliche Sozialversicherung, ist verpflichtend. Jeder Landwirt hat ja praktisch, zahlt in eine landwirtschaftliche Rentenkasse ein. Das ist organisiert, ähnlich wie das staatliche Rentensystem. Nur ist es so, die Landwirte zahlen da Beiträge in Abhängigkeit der Fläche und so gibt es einen bestimmten Schlüssel. Und das Ende vom Lied ist, das erzähle ich ganz offen aus meiner eigenen Familie, meine Eltern haben da, ich sage einmal,
40, 45 Jahre Beiträge bezahlt und kriege jetzt beide zusammengenommen. Deswegen vorher mit den 1200 Euro, da darf ich mir die schon freien, jetzt 1200 Euro Rente, die kriegen beide zusammen 800 Euro Rente im Monat. So, jetzt ist es auf dem Hof, wenn der Familienbetrieb funktioniert, halt so, dass der sogenannte Austragler natürlich vom Betriebsnachfolger auch gewisse Leistungen erhält. Aber der muss ja in die Lage versetzt werden, dass er das leisten kann. Und das ist halt leider häufig nicht der Fall. Viele Betriebe werden ja mit Schulden übergeben und da wird es dann existenzgefährdend, wenn dann zusätzliche Belastungen für die Altersvorsorge der Rechtsvorgänger auch noch zu erbringen sind. Also da ist auch ganz klar die Forderung von mir und von uns, da muss im Endeffekt staatlich aufgestockt werden. Das ist ja bei vielen anderen Bereichen auch so. Ich meine, die Thematik mit illegaler Einwanderung, auf die muss ich da gar nicht in dem Zusammenhang eingehen, aber es kommt definitiv nicht sein, dass illegale Einwanderer finanziell besser gestellt sind als bayerische Landwirtsfamilien, die hier 40, 50 Jahre gebuckelt haben und hier ihre Beiträge bezahlt haben. Und der vierte Punkt, auf den ich kurz eingehen will, ich fordere eine bessere Förderung, eine Umstrukturierung der bayerischen Agrarförderungen. Die CSU hat sich ja mal kurz überlegt, ist allerdings dann vor der Lobby wieder eingeknickt, also der Lobby der Agrarindustrie, dass man eine Deckelung einführt. Es gibt ja Agrarsubventionsempfänger, teilweise, was weiß ich, Südzucker etc., die kassieren Millionenbeträge. Und bei den kleinen Bauern, da fängt man dann Sparen an. Und ich sage, wenn man 50 Hektar Eigentumsfläche beispielsweise fördert und danach einen Cut macht, ja, abschneidet und sagt, hier alles, was drüber hinausgeht, das ist dann halt kein bäuerlicher Familienbetrieb mehr in dem Sinne, beziehungsweise der kann halt damit halt anders wirtschaften, da wäre es sinnvoll, dann hätte man auch gleichzeitig die Finanzierung für die zusätzlichen Ausgaben, die ersten 50 Hektar könnte man stärker fördern. Und man würde bei der Agrarindustrie entsprechend einsparen. Das wäre insgesamt für die Umwelt natürlich auch sinnvoll. Ich selber bin ja Biolandwirt aus Ruppolding. Ich habe zwei Almen in Reitem Winkel. Und ich sage jetzt einmal so, ich bin jetzt sicherlich kein vielleicht nicht repräsentativ für die bäuerliche Landwirtschaft in Bayern, weil ich halt auch als Unternehmensberater tätig bin. Aber ich kann trotzdem so viel sagen, es ist auch für mich eine sehr große Belastung, einen derartigen Betrieb aufrechtzuerhalten. Mein Hof, der ist fast 800 Jahre alt. Und ich sage einmal, im Bergland ist halt einfach sehr vieles Handarbeit. Das, was früher 10 Leute gemacht haben, das macht man jetzt letztendlich alleine. Und wenn man das nebenher macht, dann schafft man das nur, wenn die Familie zusammenhält. Und ich habe das Glück, dass ich eine tolle Frau habe, die zu Hause ist, sich um meine zwei kleine Kinder kümmert und wenn ich nicht da bin, dass sich halt schaut, dass der Hof halt am Laufen gehalten wird. Ja. Ich habe auch einen Flyer dabei, weil darauf möchte ich noch abschließend hinweisen. Vielen Wählern ist ja vielleicht dieser Wahlmodus bei der bayerischen Landtagswahl jetzt nicht so bekannt. Ganz wichtig ist, wer die AfD unterstützen will bei der Landtags- und auch bei der Bezirkstagswahl, der muss wirklich mit beiden Stimmen die AfD wählen. Es ist nicht so wie bei der Bundestagswahl, dass die Erststimme nur für einen Direktkandidaten ist. Die Erststimme bei der Landtagswahl schlägt voll in das prozentuale Ergebnis der Partei durch. Das heißt, wenn man jetzt mit der Zweitstimme AfD wählt, mit der Erststimme jemand anderen, dann hat man praktisch nur die Hälfte der Stimmen irgendwo unterm Strich erreicht. Deswegen ist es wichtig, Erststimme für den AfD-Direktkandidaten und mit der Zweitstimme, kann sich jeder praktisch dann einen aus der Liste aussuchen. Ich bin in Oberbayern auf Listenplatz 3, Traunstein ist so im Mittelfeld von der Anzahl der Wähler, das heißt, ein paar Zweitstimmen brauche ich unbedingt, dass ich in den Landtag einziehen könnte und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mir seine Stimme gibt. Vielen Dank.